Heute geht es um ein Buch, in dem es wirklich etwas zu schnuppern gibt und das eine Duftmarke setzt. Matthias Sellmann ist Theologieprofessor und dabei ziemlich unakademisch. Er hält nicht nur Vorlesungen und schreibt Bücher, sondern hat auch mit einer eigenen Talkshow auf YouTube experimentiert. Christsein hierzulande ist zu einer Karikatur seiner selbst geworden. Es steht in einem Ruf, in den es nicht hineingehört. Aber wer meint, dass es sich blutleer und langweilig nur in Dogma und Gehorsam erschöpft, ist auf dem Holzweg. Und da wird Sellmann leidenschaftlich. Seine Position ist, würde das Christentum verschwinden, die hinterlassene Lücke wäre nicht auszufüllen. Ein furchtbarer Verlust auch für alle, die sich als Nichtchristen sehen. Sellmann spricht von der Lebensleistung, die jeder Mensch persönlich erbringen muss. Da geht es nicht um ein volles Bankkonto oder Karriere, sondern um viel schwierigere Aufgaben. Erwachsen werden, einen Beruf ergreifen, andere Menschen an sich binden und für sie da sein. Das Christentum zeigt dafür Wege auf. Es ist eine Hilfe, Schwierigkeiten und Schicksalsschlägen standzuhalten. Kraft von außen, von Gott aufzunehmen und dadurch zu sich selbst zu finden. Christsein ist eine lebensbejahende, geistliche Form von Klugheit, keine Morallehre. Es setzt eine unwiderstehliche, wohlriechende Duftmarke. Sellmann hat sie von einem Parfümeur für das Buch auf einer duftlackierten Karte eigens komponieren lassen. Sie riecht nach Orange und einer Spur Vanille. Auch in Kunst und Musik ist diese Kraft nicht nur mit dem Verstand, sondern mit den Sinnen für jedermann und jeder Frau zu spüren. Ebenso in den Lebensläufen von modernen Heiligen oder bei ganz normalen Menschen. Begeistert von den Möglichkeiten des Internets verweist der Professor da immer wieder auf Videogeschichten oder Multimedia-Seiten. Matthias Sellmann hat ein flott zu lesendes, pfiffiges und vergnügliches Buch geschrieben, das er manchmal doch akademisch wird, geschenkt. In jedem Fall riecht bei ihm Theologie nicht muffig und abgestanden, sondern sehr, sehr frisch. Musik